Hi, mein Name ist Peter Frahm und hier ist eine neue Frage von einem meiner Zuschauer. Und zwar, hallo Herr Frahm, Sie sprechen immer davon, dankbar zu sein für das, was man hat. Mein Problem ist aber, ich habe noch nichts erreicht, wofür ich dankbar sein könnte. Ich habe weder eine Beziehung, noch habe ich Erfolg im Beruf. Wie kann ich also dankbar sein für das, was ich habe, obwohl ich es gar nicht habe? Ja, vielen Dank für diese Frage und Sie sind ein Opfer der Matrix sozusagen. Sie stecken also ein bisschen in der Matrix, was nicht böse gemeint ist, denn wir sind mehr oder weniger alle Gehirn gewaschen. Wir stecken alle drin. Also kein Vorwurf an Sie. Sie sind kein schlechter Mensch deswegen, sondern Sie haben nur das geglaubt, was Ihnen von Kindheit an erzählt wurde. Nämlich, dass Sie mehr im Leben brauchen als ein Dach über dem Kopf, ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken, einen Kühlschrank vielleicht noch, ein gewisses Maß an Gesundheit und ein gewisses Maß an Freiheit. Also schon von Vorteil, in Freiheit statt in Gefangenschaft zu leben natürlich. Alles andere, dass sie noch mehr bräuchten, dass sie Erfolg brauchen, dass sie eine Beziehung brauchen, dass sie ein Eigenheim brauchen, dass sie 3000 Kinder brauchen, dass sie 20.000 Frauen brauchen, dass sie ein Ferrari brauchen. Das sind alles nur blödsinnige Konzepte der Werbeindustrie, um sie zu einem abhängigen Konsumenten zu machen, um sie in dieser kleinen Box gefangen zu halten. Ja, wo die Werbeleute genau wissen, wie sie reagieren werden und wo die genau wissen, der wird bald losziehen und das kaufen, was wir ihm erzählen, was er gut finden soll, was er kaufen soll. Ja. Das ist das Ziel der Werbeindustrie, uns zu erzählen, dass wir mehr bräuchten als das hier. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Gerade mal ein Panorama-View, bin gerade in Österreich geschäftlich unterwegs. Ja, die wollen uns erzählen, dass wir mehr brauchen als das hier. Einfach hier zu sitzen und glücklich zu sein. Ja, oder dass wir mehr bräuchten, um glücklich zu sein. Als das hier. Und ja, wenn ich daheim in Bad Ems bin, habe ich nicht so eine Aussicht. Aber wer sagt, dass ich mehr brauche als ein gutes Buch auf der Couch? Um glücklich zu sein, um vollständig zu sein. Klar, ich brauche ein Auto, ich brauche ein gewisses Maß an Geld, allein um wieder nach Hause zu kommen hier. Das schon. Aber wo steht, dass es ein Ferrari sein muss und dass es 10 Millionen auf dem Konto sein müssen? Das heißt, Sie können glücklich sein, auch ohne Beziehung, auch ohne Erfolg im Beruf. Sie können allein dadurch glücklich sein, dass Sie am Leben sind. Versuchen Sie es mal so rumzusehen. Ja, Sie sind am Leben, Sie haben es gepackt als eines von 400 Millionen Spermien. Ja, das ist überhaupt ein Wunder, dass hier auf unserem Planeten Leben entstehen konnte, dass wir überhaupt, dass es Sauerstoff gibt und so weiter und so weiter. Ich könnte noch 400.000 Beispiele aufzählen, warum es sich lohnt, dankbar zu sein. Ja, was machen wir stattdessen? Worauf werden wir von der Matrix getrimmt und inwiefern werden wir Gehirn gewaschen? Ja, insofern, dass wir jeden dritten Moment damit beschäftigt sind oder jeden zweiten Moment oder manche sogar jeden Moment unseres Lebens damit beschäftigt sind, das hier zu vergessen. Ja, gerade hier im Westen, wenn wir darauf systematisch getrimmt, unzufrieden zu sein und uns immer nur darauf zu fokussieren, was wir nicht haben oder was wir alles angeblich bräuchten, um glücklich zu sein, anstatt einfach mal damit zufrieden zu sein, was wir haben, nämlich am Leben zu sein, atmen zu können, die Freude des Seins zu spüren, wie man im spirituellen Bereich sagt. Ja, das heißt, fangen Sie damit an und dann wird es auch leichter, im Außen Erfolg zu akquirieren oder Beziehungen einzugehen, wenn das nicht mehr so ein Muss ist, wenn das nur als i-Tüpfelchen, als Glasur auf dem Kuchen wahrgenommen wird. Also, ich hoffe, das hilft ein bisschen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.